Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch jetzt zu einem neuen Video, diesmal wieder Spider-Man. Und zwar diesmal ungeschnitten in 4K. Ich werde es, das Video, was ich jetzt hier mache, werde ich nicht rendern mit irgendeinem Programm. Das ist rein unkomprimiert, lade ich das zu YouTube hoch, damit ihr euch so einen Eindruck machen könnt, wie geil die Grafik wirklich aussieht. Weil in den Streams kam es ja immer nicht so gut rüber durch die 720p und so. Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich habe das so schon öfter aufgenommen, das Video, aber irgendwie kommt mein PC gerade mit 4K HDR nicht klar. Also, dass ich da dann immer so stockende Bewegungen drin habe. Vielleicht mache ich die Videos auch online, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es diesmal nicht ist. Ich will euch einfach nur mal so ein bisschen zeigen, wie man sich durch die Stadt bewegt. So ein bisschen Menü zeigen und so ein bisschen was erklären, damit ihr euch so einen kleinen Eindruck über Spider-Man machen könnt. Seht ihr jetzt schlecht? Ich habe mir für den Beginn des Videos hier das Avengers-Gebäude ausgesucht. So, da sitzen wir beim A vorbei. Da. Der federt halt auch dann ab. Jetzt bin ich hier. So. Ihr könnt halt R2 gedrückt halten und dann macht er das automatisch, lässt irgendwann los. Ihr könnt aber auch mit X loslassen und R2 einfach gedrückt halten die ganze Zeit. Oder wenn ihr nur X drückt, dann springt er halt natürlich so entsprechend nach vorne. Wir können dann auch die Wände wieder hochrennen. Mit R2 und wenn wir loslassen, klettert er. So. Das war jetzt erstmal zum Bewegen in der Stadt. Funktioniert echt gut. Schnell. So. Die Stadt ist auch sehr beliebt. Seht ihr ja da unten, Menschen laufen rum, Autos fahren rum. Das ist endlich mal wieder ein Spider-Man, wo man sich richtig schön durch die Stadt schwingen kann. Also rund um gelungen, finde ich. Ich bin auch am Wochenende den Tag, ach, da bin ich einfach nur eine Stunde durch die Stadt geschwungen. Einfach nur, weil es geil ist und weil es Spaß macht. Und wenn wir dann so Punkte haben, dann können wir uns dann anvisieren und können dann mit dem so hoch springen. So. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Lichteffekte genauso cool wie ich. Oh, da ist Verbrechen. Seht ihr das flackern? Oder sind Artefakte? Kann nur sein, dass das ein Bug ist. Nee, da sind Verbrechen. Die schießen. Also auch so kleine Details wurde geachtet. So, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Wir gucken uns erstmal das Menü an. Ich kann euch leider nicht mehr alles zeigen, da ich ja einige schon aufgedeckt habe. Ich zoome erstmal raus aus der Karte. Also das ist die ganze Karte, die ist von Anfang an verpixelt. Da müsst ihr Polizeitürme machen, damit ihr die dann halt aufkriegt. Es ist eine riesengroße Karte. Also es macht richtig Spaß, hier durch die Stadt zu schwingen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Gebiet heraus. Da habe ich jetzt 54% von dem Gebiet abgeschlossen. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Icons kommen, zeige ich euch noch schnell hier. Das wird im Laufe der Story erklärt, was das fest ist, aber das möchte ich halt jetzt hier noch nicht sagen. Und die könnt ihr dann halt als Schnellreisepunkt nehmen, genau wie meine Wohnung und Polizeireviere. Wenn ihr hier in dem Revier alle Funktürme gemacht habt, synchronisiert habt, könnt ihr dann sowas machen. Also dann werden die Polizeireviere automatisch zur Schnellstartreise. Dann ist hier das Büro von Otto Octavius. Das, ja, werdet ihr auch im Laufe der Story mitkriegen. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Wartet mal, wir nehmen mal lieber das Gebiet. Hier ist nämlich die Krone mit bei. Und wenn ihr das Gebiet komplett aufgedeckt habt, da habt ihr einmal, wenn man links oben, also wenn ihr links guckt, was da alles so ist. Rucksäcke habe ich 6 von 6, die werden mir jetzt hier nicht mehr angezeigt. Zweite ist gesperrt, das kommt dann im Laufe der Story. Wahrzeichen sind diese hier, das, da muss man dann ein Foto von machen. Sind 5 Stück, habe ich auch alle 5.
Dann haben wir Fisk versteckt. Das ist halt so eine Baustelle. Da kriegt man dann halt diese Basismarken. Zu den Basismarken und so kommen wir dann gleich noch. Und dann haben wir Forschungslabor, haben wir eins. Da kriegen wir zwei Forschungslaborpunkte. Da kann ich nochmal raufgehen. Wenn wir das dann machen, dann müssen wir dann irgendwas mit Umweltschutz und so was machen. Irgendwie Umweltschutz helfen oder irgendwelche Sachen beseitigen oder kommt immer drauf an. Dann haben wir Kitty, haben wir schon, also Black Cat, haben wir hier schon die Figur versteckt. Das kommt auch, ist auch nicht von Anfang an, auch das Forschungslabor nicht, das kommt dann erst im Laufe der Story. Dann habe ich noch zwei Versteckte, dann habe ich Schlägerverbrechen und Dämonenverbrechen und zwei Versteckte. Schläger und Dämonenverbrechen ist im Prinzip eigentlich fast das Gleiche. Bloß einmal sind Schläger und bei den Dämonen sind Schläger mit Masken, mit Dämonenmasken. Ja, mehr, und die haben andere und bessere Waffen. Das ist eigentlich das Einzige, was hier ist. Und zusätzlich haben wir dann halt immer noch in so manchen Stadtgebieten so Nebenmissionen. Oh, und das Gelbe ist hier Hauptmission. Und diese Marken, wenn ihr ganz unten links jetzt guckt bei Ressourcen, da sind die Labormarken, dann sind die Marken für die Fotos, die ich gemacht habe. Also die habe ich hier komplett von den Wahrzeichen. Also in allen Gebieten, dann kommt, das war glaube ich Besitzmarken, das sind halt diese hier, ja, das sind die. Und wenn wir dann ein Verbrechen auf der Landkarte sehen, was jetzt hier nicht aufgetaucht, das sieht man halt nur, wenn man lang schwingt, dann kommen halt diese anderen beiden Sachen und ja, Labor seht ihr ja hier. Und das Gelbe weiß ich noch gar nicht, was das ist, das habe ich auch noch gar nicht gehabt. Oder das kriegt man dann, kann sein, dass das ist, was man so im Laufe der Story von bestimmten Leuten kriegt. Ein Elektrostab oder sowas, um seine Waffen zu verbessern. Darauf habe ich jetzt noch ja nicht so geachtet. Rucksäcke, ja, da habe ich jetzt 44, dann 52 Rucksäcke in Wirklichkeit. Ich habe auch schon ein paar ausgegeben für Fertigkeiten. Das zeige ich euch gleich. So, wir können dann einen eigenen Wegpunkt setzen. Das können wir ja. Sozialfeld, da können wir dann die Nachrichten und Anrufe einsehen, die Spidey so gemacht hat. Dann haben wir Legende, da können wir dann halt Sachen sehen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, oh, das wird doch auf der Karte angezeigt. Oh, und dann können wir halt auch Sachen ausblenden. Bin ich hin? Ach doch, das da oben wird es angezeigt, da seht ihr das. So, und das ist eine Verbrechensmarke. Da fehlt mir aber noch, entwirf drei Objekte, das fehlt mir noch. So, dann haben wir Anzüge. Bevor wir zu den Anzügen kommen, jeder Anzug, fast jeder Anzug hat eine spezielle Fähigkeit. Da ich mehrere Anzüge gekauft habe, habe ich hier mehrere Fähigkeiten, zum Beispiel von dem Punker Spidey, vom DLC, ist dieses, dann haben wir hier dieses. Und Psst ist von den Spider-Man 9000, von diesen schwarz angezogenen. Die Spider-Männer, die Spider-Anzüge, die keine Spezialfähigkeit haben, da könnt ihr die Spezialfähigkeit natürlich nutzen von den Kostümen, die ihr schon habt. Also das ist nicht auf ein Kostüm begrenzt. Dann habt ihr drei Bonusmarken, die ihr auf ein Kostüm packen könnt. Ihr seht, ich habe hier drei aktiviert. Für diese Bonusmarken müsst ihr aber Ressourcen ausgeben. Da seht ihr das dann zum Beispiel auf der rechten Seite. Wir brauchen eine von diesen Labormarken, da habe ich sechs. Und eine, nee, vier Marken, wo ich ein Fragezeichen habe, das habe ich noch nicht aufgedeckt. Also es kommen noch Ressourcen im Laufe des Spiels dazu, die ich jetzt noch nicht habe. Ich habe gerade mal 10 Stunden gespielt. Hier seht ihr, dann brauche ich halt eine Gebietsmarke und dann drei von den anderen. Das könnte ich mir jetzt bald holen, wenn ich jetzt noch so ein Verbrechen aufkläre, dann hätte ich das. Nee, Quatsch, Verbrechen. Ach, Mensch, wie heißt der gleich noch? So ein Fiskversteck. Dann kriege ich eine Marke und dann könnte ich mir das holen. Und so geht es auch mit den Anzügen. Zum Beispiel, die hier oben habe ich ja alle gekauft. Ein paar kriegt man auch im Laufe der Story. Hier den Spider-Man 9000 habe ich gekauft. Also Future Spider-Man kommt vielleicht auch noch. Müssen wir mal gucken, weil es sind noch ein paar Kostüme offen. Und das war gar nicht zu sehen. Da war gar kein Feld mit einem Fragezeichen. Also kommen hier unten ohne welche. Und mit dem DLC sollen hier ohne welche dazu kommen. Hier zum Beispiel der hier. Ja, da bräuchte ich dann halt eine Gebietsmarke für so ein Fisk-Versteck.
ein Laborpunkt und 3 Verbrechenspunkte. Ja? Und dann kann ich mir die zum Beispiel kaufen. Also den Anzug. So, dann haben wir Gegenstände. Bei den Gegenständen ist es genau das gleiche. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 hier noch nicht frei. Die kommen noch im Laufe der Story und die einzelnen Gegenstände könnt ihr jetzt auch erweitern. Ich habe jetzt nicht genug, doch ich könnte das jetzt erweitern. Machen wir mal ein Netzupdate, zack, bumm. Und haben wir ein Netzupdate gekauft. Jetzt könnten wir das hier noch, da fehlt uns aber noch was, das können wir nicht machen. Ja, wäre halt sinnvoll, wenn ich das jetzt machen könnte wegen mehr Netz, weil Netz geht immer ganz schön schnell weg. Und so funktioniert es halt auch mit den hier, mit den großen. Und hier, da habe ich schon einiges gekauft. Und wie gesagt, das kommt dann im Laufe der Story mit Netzbombe und so was alles. Dann haben wir Fähigkeiten. Mein Fähigkeitsbaum ist schon gut ausgebaut. Da fehlt, ich konzentriere mich jetzt gerade auf die beiden. Ja. Ich müsste aber hier auch mal ein bisschen was drauf klatschen. Oh. Das sind halt so die Fähigkeiten. Was halt gut ist bei den Fähigkeiten, hier kriegt man dann halt zum Beispiel eine Fähigkeit, dass man schöner springen kann, also dass es schöner aussieht mit so Rollen und so. Hier für Verbrecher kämpfen, ja, sowas. Oder so. Oder hier zum Beispiel sowas, zack, bumm, kriegt dann Kick. Immer schön mit einer Animation. Und sobald ihr eine Fähigkeit hier kauft, wird die im in der Move-Liste angezeigt, also hier hinten. Ja, da kommt dann das dazu, dass ihr das euch auch jederzeit angucken könnt. Hoppala. So, Fähigkeiten, genau, Missionen. Jetzt kommen wir zu den Missionen. Hier sind die Missionen drin. Hier, ich muss jetzt zum Fisk Tower. Das ist hier so ein Hauptversteck, also eine Hauptmission gerade, kriegt dafür 2500 XP. Sammlung. Hier haben wir dann die Sammlung mit den verschiedenen Sachen. Ja. Also wie gesagt, jetzt sind es momentan bei mir 6. Es werden aber halt logischerweise noch mehr kommen. Oder halt dieses. Aber ich habe halt hier noch mit einem Fragezeichen. Also ich weiß es nicht. Ich muss erstmal noch weiter spielen, gucken, was dabei rauskommt. Hier haben wir dann so die Sachen aus den Rucksacken, die ich geholt habe. Hier zum Beispiel machen wir jetzt mal hier das. Das Spider-Signal. Coole Idee. Aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann? So, und dann haben wir hier noch eine Plüsch Spider! Ein Spielzeughersteller hat diesen Prototypen hergestellt und will eine Lizenz von mir. Leider müsste ich meine Identität preisgeben, um Geld zu bekommen. Tja. So, dann haben wir hier. Willkommen bei Just Effects mit J. Jonah. Das ist Just Effects, die tauchen so in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen in der Stadt auf. Das hört er dann über Handy oder ich weiß es nicht. Und dann kann man sich das dann im Nachhinein immer noch gerne mal anhören. Peter. So, das war Dr. Octavius. Ich möchte da halt jetzt nicht zu viel vorspielen, weil ich möchte euch nicht zu sehr spoilern. Hiermit könnt ihr XP machen, also EP machen, einfach durch Spielen. Hier zum Beispiel. Wandläufer. Wenn ich 250.000 Meter mit der Wand, die Wand hochlaufe, kriege ich 75 EP. Genau wie bestimmte Schläge, bestimmte Würfe, kriegt man dann halt hier verschiedene EP. Also so zwischen 50, 75. 100, glaube ich, war nicht mit bei. Ne, 50 und 75. Und ja, damit kann man halt sein Level hoch erhöhen. Im Laufe des Spiels kriegt man dadurch halt auch noch mal ein paar zusätzliche Bonuspunkte. So, hier sind Figuren, die möchte ich jetzt, ich zeige euch heute anhand von Spider-Man, dass man den jetzt sich so angucken kann. Aber zu den anderen Figuren will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht drauf zukommen, weil das kommt im Laufe der Story. Ich möchte euch nicht zu sehr spoilern. Wenn ihr das sehen wollt, guckt doch mein Let's Play an. So, jetzt könnt ihr euch das nochmal angucken hier mit den aus verschiedenen Blickwinkeln. Gucken mal, wo die Sonne ist, dann könnt ihr das da. Die Lichteffekte kommen echt geil rüber und auch auf der Rüstung. Das ist ja so eine Art Roboterrüstung, was er hier anhat. Seht ihr die Lichtspiegelung?
Und der ist auch ziemlich schnell. Also ihr könnt euch wirklich sehr schnell durch die Stadt bewegen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt wieder in die andere Richtung, zack, bumm. Und wieder zurück. Zack, zack. Oder hier. Man kann sich halt sehr schnell umentscheiden, wo man will. Man kann auch hier nebenbei an der Wand laufen und hier rüber. Hier. Machen wir jetzt mal hier, zack. Und dann haben wir hier. Ihr braucht einfach nur mit dem linken Analogstick hinlenken, wo ihr hin wollt. Also wo die Kamera hingehen soll. Und dann schwingt er da automatisch hin. Und dann macht er auch zusätzlich seine Netze noch und so. Dann kann man halt ziemlich schnell sich durch die Stadt bewegen. Oh, 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 schnell, schnell weg, 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 weg. Das war Fiskversteck, Baustelle. Oder? Weil auf den Kampf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Das würde zu lange dauern. Zack. Und da ist der Avengers Tower. Machen wir mal so. Ist doch ein schöner Abschluss, so würde ich sagen. Also, meiner Meinung nach ist es wirklich ein geiles Spiel. Ich werde mir auch der DLC kaufen, definitiv. 3 Missionen kommen dann zusätzlich und ein Kostüm, glaube ich. Ich hoffe, dass es nicht das letzte von der Sorte war. Nach den Jahren der letzten Spider-Man-Spiele, die mittelmäßig so waren, endlich mal wieder ein Spider-Man-Spiel, was sich lohnt, Spider-Man-Spiel genannt zu werden. Richtig schön cool. Man kann richtig geil durch die Stadt schwingen. Ich weiß gar nicht, bei welchem das war. Spider-Man 2 oder so war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo man auch durch die Stadt schwingen konnte, Open World. Aber die Stadt war fast immer leer und eigentlich hat das Schwingen durch die Stadt nichts gebracht, weil die Missionen waren alle außerhalb der Stadt, immer in irgendwelchen Gebäuden oder Anlagen oder was weiß ich. Das war dann halt immer ein bisschen doof. Und hier hast du halt wirklich Missionen in der Stadt, dass da irgendwo Verbrecher sind und sowas alles. Oder die Baustelle, wo wir gerade vorbeigeschwungen sind, dass da wir das aufklären müssen und machen müssen. Das ist und auch alles, was Gegner, die spielen sich hier in der Stadt oder in einem Bankgebäude schon mal ab, aber es ist rundum ein schönes Spiel. Die Story ist geil, die Charaktere sind cool, das Zwischeneinander, also die haben da wirklich ausgewogen. Also ihr wisst, ich achte ja mal drauf, ob das Zwischeneinander, ob das alles so harmoniert und so. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Einbruch gemeldet. Brauchen Officer am Tatort. Da sind sie. Officer bei Vanderbilt. Augen auf. Und sowas kommt dann halt auch öfters mit, Verbrechern. Oder irgendwelche Autodiebstähle oder irgendwelche, die mit Autos bescheuert durch die Stadt fahren. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hakt nicht so wie das letzte, was ich mit HDR aufgenommen habe. Ich habe jetzt nur 4K ohne HDR. Ich hoffe, ihr konntet euch damit einen Gefallen tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wie gesagt, ich werde dieses Video nicht in irgendeiner Art und Weise bearbeiten, rendern, irgendwas komprimieren, irgendwas machen. Reine 4K-Aufnahme mit der Avamedia LiveGamer 4K. Die Capture-Karte, die im PC eingebaut wird, die habe ich. Ich nehme nur auf und lade gleich zu YouTube hoch. Mehr mache ich nicht. Und ich hoffe, da seht ihr die Grafik ein bisschen besser als im Stream. Wenn ich mit 720p streame, sieht das so schon viel, viel geiler aus. Auf meinem Fernseher, ich sehe das jetzt hier auch nur auf dem Monitor, auf meinem Fernseher 4K HDR, Leute, das sieht so geil aus und Spider-Man kommt von Anfang an mit 4K HDR daher. Nicht wie andere Publisher, die sagen, oh ja, wir machen 4K HDR. Ja, und dann hat es 4K und HDR kommt 2 Wochen später, wo man das Spiel schon durch hat. Totaler Schwachsinn. Hier kommt Spider-Man. Ist aber auch bei jedem Sony-Spiel, was Sony exklusiv für Sony ist. Spider-Man und God of War, die haben gleich von an, nur als um 2 zu nennen, gleich von Anfang an 4K HDR. Top. So. Nichtsdestotrotz, ich quatsch mich wieder fest. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, helfen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein neues Video mache. Guckt auch mal ins Let's Play von Spider-Man rein. Das geht dann ab heute Abend, morgen oder so weiter. Da müssen wir mal gucken. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.